jetzt wissen wir alle, dass der Lockdown uns erhalten bleibt, dass er verlängert wurde. Das heißt auch, wenn Sie Fitnessstudio-Kunde sind oder da gerne hingehen, das geht weiter nicht. Deswegen bleibt für viele auch nur der Sport zu Hause oder draußen, also Radfahren, Joggen beispielsweise. Aber weil es eben so bitterkalt ist derzeit, gehen viele nicht raus. Es gibt aber einige Hartgesottene, wie diese Herrschaften hier beispielsweise, die sind draußen. Gerade im Winter können wir mit Sport an der frischen Luft unsere Immunabwehr und unsere Gesundheit stärken. Und ein weiterer großer Vorteil, wir tanken Tageslicht und können dem einen oder anderen Stimmungstief entgegenwirken. Was gilt es aber zu beachten beim Sport draußen? Und warum gilt dann eben die Kälte auch nicht mehr als Ausrede? Darüber hat Oliver Sequenz mit dem Sportwissenschaftler Ingo Frohböse gesprochen. Professor Ingo Frohböse, Sport bei Temperaturen um und unter den Gefrierpunkt. Welche Kleidung sollte man da tragen? Worauf muss man achten? Also richtig ist, dass man ein bisschen frierend losläuft. Ist ein bisschen komisch, fröstelnd, sage ich immer. Das heißt also nicht zu dick anziehen. Mütze braucht man, Handschuhe braucht man. Dickere Socken, in der Regel vor allen Dingen müssen die Füße trocken bleiben. Und dann reicht in der Regel eine Hose, die einigermaßen isoliert. Ein Funktionsshirt auf die Haut, ein bisschen damit die Feuchtigkeit von der Haut kommt. Dann nehme ich am besten ein Vlies drüber. Und dann vielleicht eine Isolation, wenn es sehr windig ist. Wir haben ja gerade Ostwind, dann ist ganz gut, wenn ich eine Jacke drüber habe. Die braucht man aber nicht. Eine schöne dünne, die kann man auch immer in die Tasche stecken, wenn es zu warm wird. Frösteln deswegen, weil man schwitzt ja beim Sport irgendwann und dementsprechend darf man da nicht richtig nass werden. Warum ist es denn sinnig, eine eng anliegende Schicht zu tragen und dann noch eine etwas weitere statt zwei eng anliegende übereinander? Ja, Luft isoliert ja und dazwischen wäre dann Luft. Das heißt also die enger liegende Schicht auf der Haut, dann kommt ja Luft dazwischen. Und dann, wenn ich ein Vlies zum Beispiel außen habe, Luft ist eine der besten Isolatoren und dementsprechend bleibt es mir dann warm. Dehnen und Stretchen gehören ja zum Sport eigentlich immer dazu. Wie ist das bei der Kälte? Worauf muss man da achten? Ja, wenn ich natürlich anfange, so ein bisschen direkt erstmal rausgehen und mich anfange zu dehnen, dann werde ich ja noch kälter. Also deswegen würde ich immer sagen, nee, lauf erstmal am besten los, ein bisschen ruhiger loslaufen, ein bisschen aufwärmen, die ersten 3 bis 5 Minuten ein wenig wirklich langsamer laufen. Und wenn, dann dehnen hinterher, kurz lockern, aber ich würde es immer im Hausflur machen oder vielleicht zu Hause sogar auf dem Flocati, da geht es genauso gut. Also es ist besser letztendlich, es zu Hause zu machen, weil dann kühlt man viel zu schnell aus. Ja, Flocati ist auch viel bequemer, muss man da sagen. Ja, genau. Wenn wir jetzt draußen sind, wir hatten ja hier auch Temperaturen, zumindest in der Nacht, im tiefen zweistelligen Bereich, minus 18 Grad beispielsweise in Buchen. Das ist schon wirklich eisekalt und wir atmen diese eiskalte Luft auch ein. Wo sollte man sagen, jetzt ist wirklich zu viel? Also bei minus 10 Grad würde ich sagen, ist fast zu viel. Wir sehen das ja, wenn wir die Fernsehsportler alle betrachten, die gerade ja nach einem Ausdauerlauf, wie die Biathleten zum Beispiel, da ist das Husten völlig normal. Da sind die Alveolen gereizt, stimuliert und nicht mehr ganz gesund. Also minus 10 Grad ist sicherlich die Obergrenze. Und so ab minus 5, 6 sollte man auf jeden Fall das Tempo reduzieren, langsamer laufen und vielleicht sogar so eine Maske hier, Masken haben wir im Augenblick viel, aber so ein Schal vielleicht umbinden, damit ein bisschen die Luft ein Wärme wird und immer mal versuchen, langsamer zu laufen, ein bisschen Atemluft auch durch die Nase zuzuführen, ist der Weg nämlich länger, bis es in die Lunge kommt. Auch gut sind natürlich dann diese Schals oder Buffs, ne, die man sich dann auch genau. Noch so halb übers Gesicht ziehen genau. Kann. Jetzt ist die Sporteinheit rum in der Kälte und dann sehnt man sich nach der heißen Dusche. Direkt unter die Dusche rennen oder vielleicht noch ein bisschen warten oder Temperatur anpassen? Also grundsätzlich erstmal das Dehnen zu Hause, wäre das ruhiger, ein bisschen runterkommen, ist glaube ich ganz die nasse Klamotten sofort aus. Sofort weg damit, damit man wirklich nicht auskühlt. Auch die Mütze, die wird ja auch meistens feucht. Und dann ein bisschen runter und vor allen Dingen dann nicht direkt heiß. Der Körper muss sich ja erstmal langsam dran gewöhnen. Sportliche Belastung war eine Belastung. Und das bedeutet gleichzeitig natürlich auch, ja, eine Dusche, eine heiße Dusche ist ja wie eine Sauna, gerade auf der Haut. Über 38 Grad sollte man es sowieso nicht machen, weil man dann der Haut zu viel schadet. Wertvolle Tipps. Vielen Dank, Professor Ingo Frohböse.